Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Jüdischen Museum zu einer Wiener Vorlesung zum Thema Kindheit und Jugend vor 1938 in Wien. Begrüßen Sie bitte mit mir unseren Stargast David Rubinger. Diese heutige Veranstaltung konnte nur durch die Unterstützung durch einen ganz wichtigen Mann in unserem Museumsleben gelingen, Professor Hubert Christian Ehalt. Vielen Dank. Ich darf noch zwei ganz wichtige und mir sehr nahestehende Gäste erwähnen. Den österreichischen Botschafter in Israel, der gerade zurückgekehrt ist, Franz Josef Kogitsch. Und einen ebenfalls ganz lieben Freund, auch einen früheren österreichischen Botschafter in Israel, Michael Rendi. Ja, David Rubinger hat wie kein anderer die Geschichte Israels seit der Staatsgründung aussagekräftig in wunderbaren Fotografien festgehalten. Sein berühmtestes Foto ist ganz bestimmt jenes der drei israelischen Fallschirmjäger an der Klagemauer in Jerusalem nach dem Sechstagekrieg im Jahr 1967. Es wurde zu einer Ikone. Shimon Peres nannte Rubinger den Fotografen der Nation im Werden. Erlauben Sie mir ein paar ganz kurze Worte über die Kindheit und Jugend. Wir werden ja heute ganz genau darauf eingehen. 1924 in Wien geboren, konnte Rubinger 1939 mit Hilfe der Jugendalia aus Wien entkommen. Von Triest aus gelangte er nach Palästina. Rubingers Mutter wurde in Weißrussland ermordet, seinem Vater gelang die Flucht aus einem Konzentrationslager nach England. In Palästina lebte Rubinger zwei Jahre in einem Kibbutz im Jordantal, bis er sich 1942 der Jewish Brigade anschloss. Er war in Nordafrika, in Malta, in Italien, in Deutschland und in Belgien in Einsatz. Bei einem Fondurlaub in Paris schenkte ihm eine Freundin eine Kamera und so nahm das Schicksal dann seinen Lauf. Dadurch ist eigentlich die Leidenschaft zur Fotografie entstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Rubinger nach Palästina zurück. 1946 er kämpfte im Unabhängigkeitskrieg. Er wurde später Fotojournalist und arbeitete 50 Jahre lang für das Time Life Magazin. Er gilt als einer der berühmtesten Fotojournalisten der Welt. Seine Bilder dokumentieren die israelische Zeitgeschichte seit der Staatsgründung durch Kriegs- und durch Friedenszeiten. Über Israel sagt David Rubinger, und das ist so ein wunderbarer Satz, der jüdische Staat muss bestehen, damit Juden einen Ort haben, an den sie flüchten können, wenn sie müssen. Fotografieren ist wie fühlen, sagt Rubinger. Manchmal fotografierst du das, wovon du Zeuge wirst, mit Stolz, ein anderes Mal mit Schmerz. Ich habe jetzt vor dieser Veranstaltung nur noch einen ganz wichtigen Tipp für Sie. Bitte vergessen Sie nicht, nach diesem Abend Ihr Mobiltelefon wieder einzuschalten. Vielen herzlichen Dank. Danke, liebe Danielle, für die Gastfreundschaft, für die Wiener Vorlesungen an einem der wichtigen Kulturorte Wiens, das Museum 1988 gegründet und seit 1993 schon seid ihr an diesem Standort und du bist Hausfrau seit 5 Jahren. Danke, dass wir da sind und diese Diskussion hier führen dürfen. Vor ein paar Tagen ist in Rostock eine Personale von deinen Bildern eröffnet worden. Eine wunderbare, gut kuratierte Ausstellung über das Gesamtwerk der Fotografie von David Rubinger. Israel durch mein Objektiv, es gibt dazu auch ein Buch von dir zu diesem Thema. Der ebenfalls aus Wien stammende Historiker Erik Hobsbawm hat ein Buch über das 20. Jahrhundert geschrieben, das Zeitalter der Extreme, und seine Autobiografie heißt Gefährliche Zeiten. Du hast dieses Zeitalter der Extreme und die gefährlichen Zeiten hautnah und selbst auch schrecklich miterlebt, wie Daniel Sperra gesagt hat, deine Mutter ist ermordet worden, dein Vater konnte flüchten und deine zweite Frau ist der
Zionas Biwak 2004 von einem palästinensischen Gärtner ermordet worden. David Rubinger, eigentlich David Dietrich, Titi, hat die gefährlichen Zeiten an zentralen Punkten erlebt und als Chronist des 20. und 21. Jahrhunderts dokumentiert. Ein paar Worte zu der Reihe. Die Wiener Vorlesungen gibt es mittlerweile auch schon seit fast 30 Jahren, 28 Jahre. Und eine Zielsetzung der Wiener Vorlesungen war von Anfang an, Bürgerinnen und Bürger, die von den Nazis aus Wien vertrieben worden sind, hier wieder einzuladen, freundschaftliche Bande zu knüpfen, sie an Wien zu binden. Das war ein großes Projekt. Es hat wahrscheinlich über 100 Veranstaltungen dazu gegeben. Es gibt auch ein Buch, ich stamme aus Wien, in dem Heinz von Förster, Erwin Schargauf, Ernst Gombrich, Walter Grab, Erik Hobsbawm, Maria Hoder, Ruth Klüger und viele andere erzählen, wie sie Kindheit und Jugend hier erlebt haben. Und wir setzen diese Spurensicherung heute fort. Geschichte ist ja einerseits ein Reflexionsgegenstand, wo man versucht, einen Begriff dessen zu bekommen, was geschehen hat. Man verallgemeinert, man nähert sich deduktiv den Dingen an. Aber das Spannende ist ja, und darauf zielen aktuelle Historikerinnen und Historiker auch immer stärker und stark ab, es geht um einzelne Geschichten. Geschichte hat immer etwas mit Geschichten zu tun und dann wird es nachvollziehbar und man kann eine Vorstellung davon bekommen, was geschehen ist. Daniel Sperra hat schon in groben Zügen den Lebensweg von David vorgestellt. Er hat an dem Krieg an der jüdischen Brigade der britischen Armee teilgenommen, dann auch an dem Palästinakrieg von 1947 an. Die Liebe zur Fotografie, darüber werden wir reden, wie das entstanden ist. Er hat ein paar Jahre ein Studio in Jerusalem, ein Fotostudio betrieben. Dann, ich weiß nicht, ob Ari Rath jetzt heute da ist. Der Platz ist für ihn reserviert. Ihr habt beide für die Jerusalem Post gearbeitet. Er war Herausgeber, du Fotoredakteur davor. Und wesentlich bekannt geworden ist er über die Time-Life-Zeitschrift. Sein erstes international veröffentlichtes Foto für Time Life zeigt eine Nonne. Kannst du dich erinnern, kannst du die Geschichte dieses Fotos erzählen, David? Also das Bild hat nicht viel mit meiner Kindheit zu tun. Es war zufällig. Das erste Bild, das live erschienen ist, das erste Story, die ich in live hatte, unter dem Titel A Tale of Some Teeth. Ja, aber kommen wir jetzt zum Thema deiner Kindheit und Jugend. Im Jahr 1982, du warst schon im Erwachsenenalter von 58, bist du unerwartet und plötzlich mit deiner Kindheit konfrontiert worden. Du hast einen Anruf in Jerusalem erhalten von einem dir nicht bekannten Mann aus Haifa und der hat dir die Frage gestellt, der hat dich wieder mit einem ehemals besten oder deinem besten Kindheitsfreund. Du erzählst die ganze Geschichte. Ich frage jetzt, wie kannst du diese Geschichte uns erzählen? Kurz und gut. Ich bekam einen Anruf, ein Mann fragt mich, heißen Sie Rubinger und hat man Sie als Kind Ditti gerufen? Sag ich, ja, aber wieso wissen Sie denn das? Sagt er, ich war in Wien, habe einen Taxichauffeur gehabt. Also hörte ich sie aus Israel, fragte er mich, vielleicht kennen Sie in Israel einen Ditti Rubinger. Na, Gott sei Dank gibt es nicht viele Rubingers in Israel, er hat mich gefunden. Stellt sich heraus, der Taxichauffeur war Leopold Poldi Kammermeier, mein einziger Kindesfreund in der Straße, in der wir gewohnt haben, in Meidling. Sehr. Welche Straße war das? Bitte? Welch, wie? Die Dichtelgasse 28, Mezzanin.
Und das ist Poldi Kammermeier, mein einziger Freund in meinen Jugendjahren, so zwischen, sagen wir, 8 und 12 Jahren, der einzige Mensch. Es waren ja keine anderen Kinder in der Gegend, jüdische Kinder gab es nicht. Poldi war zwar ganz, ganz katholisch, aber wir haben Poldi getroffen. Aber ich und meine, bitte? Es muss sehr eindrucksvoll für ihn die Beziehung auch gewesen sein, dass er nach 50 Jahren... 62 Jahre, bitteschön. Na, 62. Du warst 58 und... Machen wir jetzt keine Arithmetik. Aber dass er da einen Gast fragt, kennen Sie den Titi Rubinger? Ja, das ist ja eben die Geschichte, die ich erzählen wollte. Kurz und gut, ich komme mit meiner Frau nach Wien. Poldi erscheint, ist nicht mehr der kleine, süße Poldi. Ist ein Riesenkerl mit grünem Lodenmantel, mit einer Tiroler Feder im Hut. Das ist der kleine Poldi, der ist groß geworden. Er kam mit seiner Frau, die hieß Hertha. Seine Mutter hieß auch Hertha. Und seine Schwester hieß auch Hertha. Seine Frau war auch Hertha. Und ich muss sagen, auch ich habe dasselbe. Meine Mutter war Anna und meine Frau war Anni, also genau. Haben wir beide das Gleiche. Auf jeden Fall, er war sehr gerührt, hat beinahe geheult und ich war auch am Weinen. Und nach einiger Zeit, nachdem wir gesprochen haben, erzählt er mir plötzlich, wie schwer es an der russischen Front hatte. Da ist irgendwas in mir geknipst. Russische Front, wo war Poldi? Da wurde meine Mutter doch ermordet. Und es war nicht genau die Stimmung, wie sie eine Sekunde vorher war. Bis plötzlich Poldi in die innere Tasche greift, holt ein längliches Ding aus der Tasche, in Seidenpapier eingewickelt und sagt mir, Titi, ich gebe dir das jetzt zurück, aber bitte gib es mir wieder als Geschenk. Ich mache das Ding auf. Eine alte, rostige Feile, mit der wir als Kinder Heimarbeiten auf Sperrholz gemacht hatten. Verschwunden war der deutsche Soldat namens Poldi mit der Uniform, der deutschen Uniform in Russland. Geblieben ist der Mensch Poldi. Man soll seine Menschen nie nach der Situation schätzen, in der man sie findet, sondern was für Menschen sie sind. Poldi hat 62 Jahre, also Sie sagen, es ist weniger, muss man nachrechnen, hat sehr lange an mich gedacht, mit einer alten Feile mich im Gedächtnis behalten. War ein sehr rührendes... Apropos, wenn ich schon über Poldi erzähle, dann möchte ich gleich noch was erzählen. Poldis Mutter war die Wirtschafterin, die hatten eine Wirtschaft. Das hieß Leopold Kammermeier, der Vater war Leopold, Poldi war Poldi. Die hatten ein Wirtshaus uns gegenüber. Über das Wirtshaus habe ich dir schon erzählt, da hat meine Mutter mir die nicht koschere Suppe gekauft am Freitag, über die mein Vater nichts wissen durfte. Da war ich mal bei Poldi zu Hause und Frau Hertha Kammermeier gibt uns jeden ein riesen Schmalzbrot. Schweineschmalz. Ich wusste nicht, was ich tun soll mit mir selbst. Ich habe es gegessen, aber ich habe jeden Moment erwartet, ein Blitz kommt vom Himmel und erschlägt mich. Wie ihr seht, bin ich noch immer da. Und das Schmalzbrot hat mir gut geschmeckt. Wahrscheinlich in späteren Zeiten habe ich Schmalz gesessen, ohne Angst zu haben. Kannst du dich noch erinnern, konntest du dich an diese Feile noch erinnern? War das ein wichtiges Objekt oder ist das frisch aufgeblitzt in der Erinnerung? Ich hätte nie an diese Feile gedacht. Wir haben Sperrholzarbeiten gemacht. Ich erinnere mich, wir haben Blatt aus Sperrholz die Wappen der 8 Republiken, der österreichischen Republiken gemacht. Dann, das musste man feilen und musste dann mit der Feile, damit es
nachdem es mit der Laubsäge geschnitten wurde, musste man es nachher feilen. Und eins, das war eben die Feile, die bei Poldi geblieben ist und die er lange, lange Jahre als Andenken an mich gehalten hat, behalten hat. Aber noch die Geschichte mit der Leberknödelsuppe, die begrüßt dich jetzt immer in Wien, wenn du wieder. Also vorgestern wieder kam ich in Wien an, habe natürlich sofort eine Leberknödelsuppe gegessen. Und das hat seinen Grund. Wir waren zwar in Meidling, was ein sehr proletarischer Bezirk ist, und ich glaube, wir waren die einzigen Juden in der ganzen Tichtelgasse. Aber, und mein Vater hat schwer gearbeitet, schwer arbeitet, Altmetallhändler, schwer gearbeitet, jeden Tag zu Hause nach Hause gekommen, eine halbe Stunde Mittag gegessen, wieder weg zur Arbeit. Mein Freund Ari Rath ist da, ich begrüße ihn. Kurz und gut, außer an einem Tag der Woche, wo mein Vater nicht von der Arbeit nach Hause kam zum Mittag, sondern durcharbeitete, das war Freitag. Denn da hat er durchgearbeitet, früh geendigt, sich fein gemacht für Sabbat und da kam er nicht zum Mittagessen. Ja, aber meine Mutter, das Kind muss doch was essen. Kann ich nicht warten bis Nacht, bis zum Abendessen. Also hat meine Mutter, ist sie immer rübergegangen zu Frau Kammermeier in die Küche, im ersten Stock über dem Wirtshaus und hat mir eine Leberknödelsuppe gebracht. Die war so gut, sodass ich bis heute noch Leberknödel. Aber das hat sie mir in einen roten Heferl gebracht. Dieses rote Heferl hat sie aber unter dem Spülstein versteckt gehalten, denn mein Vater durfte nicht wissen, dass meine Mutter mir eine nicht koschere Suppe für den Freitag bringt. Das war meine Leberknödel-Erlebnis, das mir bis heute, mich heute zwingt oder mit größtem Vergnügen jedes Mal eine Leberknödel zu essen. Das jüdische Leben hat in eurer Familie eben über den Vater eine große Rolle gespielt, aber die Mutter, wie ernst hat sie das genommen? War das schon ein zentraler, wichtiger Ort eures Familienlebens? Ja, ich habe drei Sprachen als Kind gesprochen. Ich habe zu Hause Jiddisch gehört und gesprochen, in der Schule Deutsch und auf der Straße Wernerisch. Also ja, das Jüdische, es waren sehr fromm. Mein Vater hat keinen Bleistift in die Hand genommen an einem Schabbat. Von Fahren ist überhaupt keine Rede. Und ich habe schon als Kind, bevor ich noch in die Schule ging, ein Jahr bevor ich zur Schule ging, im sechsten Leben, war ich im fünften Lebensjahr schon in einer Tora-Schule, um Hebräisch zu lernen. Und es war natürlich ein sehr jüdisches Heim. Das Haus selbst, die hat mich plötzlich erinnert, hat gar nicht so jüdisch ausgeschaut. Denn ich erinnere mich über seinem Schreibtisch im Salon, so hat das geheißen damals, hing ein Riesenbild, gold eingerahmt, das war ein Tannhäuser, eine Szene von Tannhäuser. Wie das zu uns kam, weiß ich nicht. Aber ich habe vorher schon gefragt, der Vater war kein Wagner-Fan. Ne? Mein Vater war Wagner-Fan, das muss ich lachen. Mein Vater wusste nicht, wo die Oper ist, glaube ich. Ich war das erste Mal in der Oper, als ich in den späten 50er das erste Mal in Wien war, war ich das erste Mal in der Oper. Mein Vater und meine Mutter, ich erinnere mich, dass sie hier und da mal, ich glaube ein oder zweimal im Jahr ins jüdische Theater in die Leopoldstadt gegangen sind. Ansonsten, das war kein kulturelles Leben, kein deutsch-kulturelles Leben, es war eine jüdische Familie. Aber du hast doch erzählt, deine Eltern waren schon politisiert, sie waren Linke, Sozialdemokraten. Nein, Moment mal, das ist ein kleiner Irrtum, das ist nicht das ist die Schwester meiner Mutter, die jüngere Schwester meiner Mutter, die war beim Schutzbund. Und die hat blaue Hemden getragen und die drei Pfeile. Drei Pfeile war das Symbol der Sozialdemokraten. Ich erinnere mich, einmal hat sie mir diese Nadel mit den drei Pfeilern gegeben und ich habe es mir ans Hemd gesteckt. Meine Eltern haben das gesehen, sind erschrocken. Man wird dich erschlagen, nimm das sofort runter. Wir haben nämlich durch die Zeit gelebt, 1934, in Dolfgen,
Dollfussaufstand, die Schießereien, die nicht weit von uns waren, am zweiten Ende der Straße war, ich glaube, der hieß Matteotti-Hof, wenn ich mich nicht ganz irre. Es war eine Stellung von uns und war viel Schießereien. Und 1934, ich war damals 10 Jahre alt und ich erinnere mich so in der Stadt, in den Straßen sind Schüsse gefallen. Aber die Schwester meiner Mutter war eben war viel jünger, war aktiv, Sozialdemokrat, hat auch gute Beziehungen, glaube ich, zu Karl Seitz gehabt. Das war der Bürgermeister, wenn ich mich nicht erinnere. Mhm. Auf jeden Fall, meine Großmutter hat, glaube ich, Protektion gehabt. Sie hat nämlich auf der Margarettenstraße, glaube ich, ein Habsburg-Wäscherei bekommen. Das war eine Konzession von der Stadt. Und dass sie das bekommen hat, ist wahrscheinlich dank ihrer Tochter Peppi. Pnina hieß sie später, aber ich kannte sie als Peppi. Die Peppi hat nachher den Peter geheiratet. Peter war auch ein Sozialist, musste 34 flüchten. Der war ein Erzieher im 9. Bezirk, so ein Czartoryski-Schlossl. Das war ein Heim für sozialdemokratische Kinder. Da war er ein Erzieher und nach 1934, als Dollfuss an die Regierung kam, musste er weg. Und er war der erst in Palästina war und von dem ich auch, als ich vom englischen Militär zurückkam, das erste Mal einen Platz hatte, wo ich was essen konnte, weil ich kein Geld hatte. Und die Werte in deiner Familie, so das war's, worauf wurde in deiner Familie Wert gelegt? Was waren das Religiöse war wichtig und was waren noch zentrale Werte in der Familie? Parnasse heißt das auf Hebräisch, das heißt Einkommen. Ich weiß, dass mein Vater hat schwer gearbeitet, hatte ganz schwarze Hände. Er hat nämlich Altmetall aufgekauft. Es kamen Hausierer, Diebe, ich weiß nicht, wer da alles ins Haus kam und hat Metallgegenstände mitgebracht zum Verkauf. Und die hat mein Vater oder meine Mutter in der Küche, wurde die aufgekauft, einmal in der Woche. Ja, und dann mein Vater hat unten im Keller so ein Loch gehabt, da wurde es sortiert. Und da habe ich schon gelernt, Blei, Messing, Kupfer und so weiter auseinander und war immer froh, wenn mein Vater mir erlaubte, mitzusortieren. Und ich war stolz, das ist Zink, ja. Hab's da gemacht. Einmal in der Woche hat ein Kutscher genommen mit dem Pferd und fuhr mit seinem, was er da eingekauft hatte während der Woche. Das war sortiert, das fuhr zur Schmelzerei und da wurde es verkauft und das war sein Einkommen. Schwerer Arbeiter. Wurde bei euch zu Hause über den Zionismus gesprochen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mein Vater war kein Zionist. Ich bin Zionist geworden eigentlich, nachdem mein Vater im KZ gelandet ist, gleich nach dem Anschluss. Er wurde nach Dachau geschickt, auf der Straße aufgehalten, die Straße wurde abgesperrt, alle Juden auf dem Lastwagen. Er endete in Dachau, wurde später nach Buchenwald überführt, nach 9 Monaten wurde frei, weil er eine Schwester in England hatte, die ihm ein Visum für ihn erreichen konnte. Und er wurde freigelassen wegen dem Visum, wenn er mit der Bedingung, dass er in 2 Wochen Wien verlässt, ohne irgendwas an sich, mit seinem Hemd. Er musste weg, war Januar 1939. Es war ihm klar, die Gestapo hat gesagt, wenn er 2 Wochen nicht weg ist, geht zurück nach Buchenwald. Also. Er musste weg, hat nachher aus England sehr viele Versuche gemacht, uns noch nachzuholen, ging nicht mehr. Ich während dieser Zeit, im Sommer 39, mein Vater war nicht mehr da, wurde aktiv in einer zionistischen Jugendbewegung. Zufällig bin ich in eine linksradikale Jugendbewegung gefallen, es war ganz, es ist im Leben nur ein Zufall, wo man hinkommt. Man hätte genauso gut eine revisionistisch-rechtsradikale Bewegung fallen können, weil ich hatte wahrscheinlich einen Anhänger von Netanyahu. Und da wurde vollkommen
besessen von der Idee, Pionier zu sein, habe ein Tagebuch geführt, wo ich... Wie alt warst du, wie du da dabei warst? 1939, war ich 14,5 Jahre. 14,5. Ich bin ins 15. Jahr gegangen. 1924 geboren, ja, stimmt. Und in diesem Tagebuch habe ich natürlich nur über Eretz, also das Land Israel, gesprochen. Alles war, ich habe das Tagebuch in Deutsch geführt. Apropos, ich habe es noch. Ich habe dieses Heft noch. Manchen zeige ich es, auf anderen schäme ich mich, dass ich so romantisch blöd war, wie ich da in diesem Buch geschrieben habe. Über alles habe ich geschrieben. Nicht über meine Eltern, nicht über den Narzissmus, nur der Traum von Pionier zu sein in Palästina. Außer der letzten Seite, an die ich erinnere ich mich noch, die, in der ich am Tag, an dem wir das Schiff vor Haifa stand, und ich schreibe dort eine genaue Beschreibung, wie nur ein kleines Kind sie beschreiben kann, wie herrlich es ist, die kleinen weißen Häuschen rund vom Karmelberg runterrollen zu sehen. Wie schön, das ist. Und unten schreibe ich, da glaube ich, sehe ich den arabischen Markt. Das muss wohl der Platz sein, und das schreibe ich in vollen Worten, wo die Araber ihre Frauen kaufen und verkaufen. Woher ich dieses Wissen genommen habe, kann nur aus einem Platz stammen. Karl May. Aber du bist da schon, du sagst, es war Zufall, aber es gibt ja auch die These, dass dann doch nicht so viel Zufall ist im gesellschaftlichen Leben. Du bist so sozialisiert worden in Richtung Solidarität und in Richtung eines weltbürgerlichen Bewusstseins. Und du bist immer dann, das hat dich ja begleitet bei deiner Arbeit als Chronist dieser Welt, dass du auf der Seite der Schwachen dich gestellt, auf die Seite der Schwachen dich gestellt hast. Stimmt das? Ja, in Retrospekt muss ich mir wohl recht geben, aber ich kann das nicht sicher beurteilen. Über mich selbst müsste jemand anderer sagen, nein, in meinem Beruf hat sich das nicht ausgedrückt, die Schwächen oder die Starken. In meinem Beruf habe ich immer versucht, die Wirklichkeit zu sehen, was ein Fotojournalist eigentlich zu einem Fotojournalist macht. Ich habe mich in den Beruf verliebt. Hat das, nachdem ich die kleine Kamera, die Daniel erwähnt hat. Die du in Paris bekommen hast. Ja, in Paris. Weißt du, was das war? Der wichtigste Moment in meinem Leben. Ich war damals in der, also dann muss ich die Geschichte erzählen, ich war damals in der jüdischen Brigade. Wir waren in Belgien stationiert, das war schon 1945. Am Jahrestag nach der Befreiung von Paris. Paris wurde 1944 von den Alliierten eingenommen. Im August 1945 war der erste Jahrestag, the anniversary of the liberation of Paris. Kamen Soldaten, bekamen Urlaub. Unter anderem zwei Soldaten, David Rubinger und Landskorporal Hoffmann, bekamen auch zwei Karten, mit der Eisenbahn nach Paris zu fahren, und auch zwei Karten zur Oper. Es war ein Ballett nachmittags in der Pariser Oper. Wir hatten zwei Karten, wir kamen nach Paris, kamen mit der Bahn an, spazierten durch Paris, war ein herrliches Gefühl. Bis heute, wir kamen in der Früh an, der Geruch von den Baguettes, der geht mir noch nicht aus der Nase. Wir kamen zur Oper, zu dem Matinee, einige Minuten zu spät, die Türen waren schon geschlossen. Kein Eintritt bis nach dem ersten Akt. Was machen zwei Soldaten, wenn sie nicht in die Oper rein können? Man geht um die Ecke in Rue de Scrive und sucht eine Bar. Wir haben die Bar gefunden. In der Bar war Claudette und Jeannette. In die Oper sind wir in dem Abend nicht mehr gegangen. Und Claudette hat mir nach einigen Monaten, wo wir uns öfters gesehen haben, saß sogar im Kittchen, weil ich abgehauen bin von der Unit, 8 Tage im Kittchen gesessen, alles um Claudette zu sehen. Nach einigen Monaten bekam ich den ersten Heimaturlaub nach Palästina und Claudette kam an die Bahn, um mir Goodbye zu sagen, und brachte mir ein kleines Geschenk mit, eine Argus 35 mm
Kamera, ganz klein, ganz unwichtige kleine amerikanische Kamera. Mit der Argus bin ich nach Palästina gekommen auf Urlaub, habe damit begonnen zu schießen im Kibbutz, habe mich in, genau wie ich mich in die Claudette verliebt habe, habe ich mich noch mehr in die Kamera verliebt und irgendwie, damals habe ich beschlossen, das ist, was ich im Leben machen möchte. Und nach dem Ende des Urlaubs kam ich zurück, schon nicht mehr nach Paris, nicht mehr nach Belgien, wir waren damals schon woanders stationiert, kam aber nach Deutschland und erwarb meine erste Leica. 1946 war der Preis der Leica 200 Zigaretten und ein Kilo Kaffee. Das war meine erste Leica. Und das ist meine späteste Leica. Die ist ganz, von die ist ganz Woche, frisch. Die ist von dieser Woche, ganz frisch, frisch gebacken. Aber erinnerst du dich noch an deine Schulzeit? Oho. Du hast, hat es da ein paar jüdische Kinder in der Klasse gegeben? Na, oder? Wir waren vier jüdische Kinder in der Klasse und war uns nicht leicht. Wir waren im Grillparzer Realgymnasium in der Diefenbachgasse. Und was soll man sagen, ein Jahr erstmal hat man mir den ganzen Urlaub, den wir in, wie immer im Sauerbrunn verbracht haben, hat mir den ganzen Urlaub kaputt gemacht, weil ich musste eine Nachtragsprüfung machen, oder wie immer das heißt. In Latein, ja. Musste ich machen, bin durchgekommen. Aber worin ich mich ganz besonders erinnere, wir waren vier jüdische Kinder, alle Lehrer waren sehr, ziemlich anständig, außer einem, den werde ich nie vergessen. Der hieß Professor Franz Reichert. Professor Franz Reichert war so ein Antisemit, kann man sich gar nicht ausdenken. Ich erinnere mich an einen Ausdruck von ihm. Es gab damals eine jüdische Zeitung, die hieß Heint. Das ist, auf Jiddisch heißt das heute. Heint, der Heint hieß die Zeitung. Und da kann ich mich erinnern, wie er losgezogen ist auf einen von uns. Ja, was haben Sie denn gemacht gestern, statt Latein zu studieren? Wahrscheinlich haben Sie den Heint gelesen. Das war Professor Reichert. Er ist mir unvergesslich geblieben. Die anderen waren wirklich anständige Leute unter den Lehrern. Ja, das war so anständig. Während der Turnstunde im Mai 1938 kam der Herr Direktor in die Turnklasse und gesagt, alle jüdischen Kinder anziehen, nach Hause gehen. Das war anständig. Hast du dich für Sport interessiert? Oho. Wir haben in der Fockigasse, ist eine Nebengasse von der Dichtelgasse. Da gab es eine Fabrik, eine Kesselfabrik, dort wurde Fußball gespielt. Wir hatten keinen Ball. Wir hatten so Fetzen, die mit einem Schnur zusammengebunden waren. Ja, das war unser Fußball. Hier und da durfte ich wir haben an die Mauer von der Fabrik haben wir mit Kreide ein Tor gezeichnet und hier da war ich auch Torwart. Geträumt davon, dass ich mich mal hinschmeißen könnte, so wie ein richtiger Torwart. Aber andererseits musste ich manchmal die andere Pflicht machen, das war Schmiere stehen. Schmiere stehen kommt vom hebräischen Wort Schmier, das ist bewachen. Und Schmiere stehen hieß, man muss gucken, ob kein Polizist kommt. Man durfte nämlich nicht auf der Straße Fußball spielen. Da habe ich manchmal muss ich Schmiere stehen. Ja, Fußball. Und außerdem war ich ein Anhänger von Admira, nicht Wacker. Wacker war auf der Meidlinger Landschaft, aber ich war ein Admira-Anhänger und bin auch hier und da ziemlich oft sogar zum Fußball. Hat mich jemand mitgenommen zum Fußball. Mein Onkel hat mich mal in die Hohe Warte mitgenommen zu einem Nationalspiel. Werde ich nie vergessen, saß auf seinen Schultern die ganze Zeit. Schwer zu vergessen. Und außerdem habe ich einen Sport, den ich sehr gern hatte, war Schlittschuh. Aber mein ganzes Leben hatte ich nichts Besseres als die Schlittschuhe, die man an die Schuhe anschraubt. Ewig habe ich mir gewünscht, einmal Stiefel zu haben mit eingebauten Schlittschuhen. Zu meinem Bar Mitzwa, zu meinem 13. Lebensjahr, habe ich Schlittschuhe bekommen. Schöne braune Stiefel mit den
Der nächste Winter war schon nicht mehr der richtige. Kurz danach war schon Hitler da. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich diese Stiefel je anhatte. Aber auf deiner Geschichtenliste kommt auch, sehe ich, Großvaters Hut vor. Kannst du diese Geschichte erzählen? Ganz Kind. Ich erinnere mich, das muss gewesen, bevor wir noch umgezogen sind. Also wir im vierten Lebensjahr sind wir nach Meidling überzogen. Vorher haben wir in der Rampersdorfer bei den Großeltern gelebt. Rampersdorfer, da wurde ich auch geboren, in der Rampersdorfer Gasse im dritten Stock. Rampersdorfer 25, dritter Stock, ja. Und da haben wir gelebt, aber bei meinem vierten Lebensjahr konnten sich meine Eltern schon eine Wohnung erlauben und wir zogen in die Distelgasse. Das war die. Mein Vater konnte sich erlauben, wahrscheinlich muss gut verdient haben, es war die Herrschaftswohnung im Haus. Es war nämlich die einzige Wohnung, die ein Klo hatte und ein Wasserkran in der Wohnung. Alle anderen mussten auf den Korridor gehen. Wir hatten das, also war die Herrschaftswohnung drei Zimmer, zwei Zimmer, eine Küche. Ich habe sie nachher mal gesehen wieder. Aber das Leben dort, für mich war die Wohnung alles. Ich war in die Mezzanin. Und da waren 8 Treppen, ging es runter zur Straßenhöhe. Ich erinnere mich an ein ganzes, plötzlich kommt mir in den Sinn, als ich das erste Mal in Wien wieder war, für Life Magazine, ich glaube es war 1958, ja, ich sollte eine Story über die rumänische Immigration, die damals nach Palästina über Wien kam, war ich in Wien und eines Abends habe ich mir ein Taxi genommen, ich muss zurückfahren, gucken mal, ich will mal in die Dichtelgasse 28 gehen, gucken, wie es meine Kindheit, kam später am Abend da an, ging die 8 Treppen hoch, es war eine kleine Birne, vielleicht 25 Watt, die das ganze Korridor beleuchtet hat, und stand vor der Tür, da war so eine Klingel, die man gedreht hat, ja, die war noch immer dieselbe Klingel. Ich hatte schon die Hand an der Klingel, ich habe mir überlegt, guter Gott, da steht jetzt mitten in der Nacht, die armen Leute werden sich erschrecken, da kommt ein amerikanischer oder ein Journalist und will plötzlich die Wohnung sehen, habe mich umgedreht und habe dann was ganz, ganz Sonderbares getan. Als Kind bin ich immer die 8 Stufen runtergerutscht, habe mich am Gelände angehalten, bis nach unten und ein Hops, die ganzen 8 Stufen. Jetzt war ich schon beinahe, damals war ich über 58, war ich schon über 34 Jahre alt, runtergesprungen, dieselben 8 Stufen, genau wie damals. Absolut instinktiv, habe überhaupt nicht daran gedacht, dieselben Stufen. Später mal bin ich wieder hingekommen, habe mir die Wohnung angeschaut, Kinder. Was mir mal als Herrschaftswohnung vorkam, das war es nicht. Du hast vorher erzählt, du hast ein Tagebuch geschrieben. Also das war so ein Aufzeichnungen gemacht. Na, ich habe da geschrieben über Frauenrechte und Zionismus und alles. Das habe ich erst begonnen, nachdem im Juni 1939, das war also kurz vor ein halbes Jahr bevor ich nach Palästina ging. Also vorher habe ich nie ein Tagebuch. Und den Text gibt es noch, aber du hast ihn nicht veröffentlicht. Bitte? Ne? Den Text gibt es noch. Du hast ja, ich habe das Buch noch selbst. Ich habe das ein Heft, ein so ein Schulheft, das ich als Tagebuch. Das habe ich noch immer. Passt gut drauf aus. Das ist meine. Und hast du es wieder einmal von A bis Z durchgelesen? Ja, ich habe sogar jemanden vorgelesen, habe mich nicht geschämt. Einer Freundin. Und wie geht's dir, wenn du das jetzt 50 Jahre danach oder jetzt ja viele... Ach, wie jeder Mensch zurückkommt auf seine Kindheit. Man erinnert sich an Sachen, Gott, wenn ich mich an einige Kinder... Weißt du, was ein Dacherl ist? Du weißt das? Was ist ein Dacherl? Das Dach, oder? Nein, das Dacherl ist ein dreieckiges Schokoladending. Aha. Mit so,
Spalten und mit Creme und mit Schokolade. Das war ein Dacherl. Das Dacherl habe ich jeden Sonntag bekommen, wenn ich ins Bett nachdem meine Eltern aufgestanden sind, bin ich als Kind rüber in das Doppelbett meiner Eltern. Und da habe ich am Sonntag früh, ging meine Mutter runter, um mir ein Dacherl zu kaufen. Das Dacherl vergiss ich nicht. Das war ein Doppelbett. Das Schlafzimmer meiner Eltern. Erstmal heute habe ich daran gedacht, als ich gedacht habe, was erzähle ich, ist mir plötzlich eingefallen, über den zwei Betten waren zwei Bilder. Was haben die in einem jüdischen Haus zu suchen? Die Bilder hießen der Vater Rhein, Mutter Donau. So viel im jüdischen Haus zu suchen, wie in dem anderen Zimmer der riesige Tannhäuser hing. Aber dieses Bett hat noch andere Erinnerungen. Wenn ich es euch erzählen darf, es ist ja ziemlich intim. Aus dem Bett konnte man nicht durchs Fenster das Haus vis-à-vis sehen. Im dritten Stock dieses Hauses waren Fenster. In dem Fenster war die Martha. Dunkelhaariges Mädchen. Verliebt in die Martha. Was soll ich euch erzählen? Ich weiß nicht, was meine Mutter gedacht hat, wenn sie nachher den Leintücher gesehen hat. Aber das erinnert mich an noch was. Nämlich wenn wir schon bei meiner sexuellen Erwachung sind, erinnere ich mich, wir hatten im Wohnzimmer hatten wir eine Kredenz. In der Kredenz war eine Lade. Schublade, da habe ich immer gewartet, dass meine Eltern aus dem Haus sind, wenn ich mal alleine war. In der Schublade war nämlich ein Buch, das hieß Die vollkommene Ehe von Van der Velde. Ach, habe ich das Buch verschlungen. Entschuldigung. Kannst du dich noch diesem hübschen Buch noch an Texte erinnern, die dich erzogen haben oder die dich geprägt haben? Gab es Bücher in Van der Velde? Außer diesem. Gab es Bücher, die für dich wichtig waren später? Nö, Karl May war der Wichtigste. Wie viele Bände hast du gelesen? Alle. Winnetou, durchs wilde Kurdistan, you name it, I read it. Und verschlungen. Also du wolltest auch Abenteurer werden. Vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber die Fahrt nach Palästina war mit einem Segelschiff? Oder? Nein. Ich hatte das große Glück, im November, drei Monate nach Ausbruch des Krieges schon, ja. Aber die Jugendalia, diese Organisation, die jüdische Kinder gerettet hat aus Europa nach Palästina, konnte noch operieren, weil Italien erst im Mai 40 in den Krieg eingetreten ist. Also zwischen Ausbruch des Kriegs im 1. September 39 bis Mai 1940 konnte man von Triest noch nach Haifa, ging die Linie, eine Schifflinie zwischen Triest und Haifa wöchentlich. Und auf diesem Schiff bin nicht nur ich gekommen, sondern viele meiner Freunde, die überlebt haben in Wien, kamen auf diesem Schiff nach Palästina. Das Schiff ist die Galiläa. Ja. Und jetzt, wenn du dich an diese Stadt der 30er Jahre, Wien in den 30er Jahren erinnerst, was kommen da für dich für Bilder und für Farben auf? War das eine grau in graue Stadt oder... Also das Wien, das ich heute lieb und kenne, kannte ich ja kaum, außer von der Schule. In der Oper war ich nie, im Burgtheater war ich nie. Im ersten Bezirk, da bin ich vielleicht durchgegangen, war auf der Kärntnerstraße mal, weil ich vom zweiten Bezirk, wo das Heim vom Schomer Azeer war, zurück nach Hause gehen musste, bin ich da durchgegangen. Aber... ansonsten war Wien eigentlich für mich
12. Bezirk und der 5. Bezirk. Mhm. Der im 5. Bezirk hat noch eine Familie gewohnt, die Schwester meiner Mutter und mein Cousin, die alle drei in Auschwitz umgekommen sind. Und deshalb, aber sonst habe ich von Wien nicht viel mitgekriegt vorher. Und Freunde, das war eben der Poldi. Da war der Poldi. Poldi war mein einziger Freund, ich hatte keine Ahnung. War der in derselben Klasse wie du? Nein, wir waren nicht mal in derselben Schule. Aber wir haben wahnsinnig viel, oder bei mir zu Hause, bei ihm zu Hause, vis-à-vis in der Wohnung über dem Wirtshaus. Das war ein zweites Heim für mich. Wie waren denn die Umstände, wie du Wien verlassen hast, musstest? War das ich Wien verlassen, ich wollte, ich war ein verbrannter Zionist damals schon und nur nach Palästina, nur schon in Kibbutz und Pionier sein, das war alles, woran ich gedacht habe, nichts. Ich muss heute. Wie war die Vorbereitung darauf? Vorbereitung war natürlich, wir hatten, nachdem es eine ziemlich linksradikale zionistische Organisation war, haben wir ein Heim in der, irgendwo im zweiten Bezirk, kann mich nicht an die Straße erinnern, und da haben wir uns abends manchmal getroffen und da wurde die Internationale gesungen, aber ganz ohne Laut. Man hat Angst gehabt, man könnte es auf dem Korridor hören, aber das war die Stimmung damals, wir waren vollkommen verrückt nach Palästina und sonst haben wir nichts im Kopf gehabt. Kannst du dich erinnern an den Abschied von deinen Eltern? Ah ja, das ist, nicht nur kann ich mich erinnern, es ist eines meiner großen Schuldgefühle. Wir waren eine Gruppe von 27 Jungs und Mädels, die in diesen Kibbutz gingen, wo an dem Tag im November 1939 und haben uns am Bahnhof getroffen, am Südbahnhof. Weg nach Triest. Und ich muss heute gestehen, ich glaube, ich habe meiner Mutter nicht mal richtig Bye-bye gesagt. Ich war so obsessed mit meiner Gruppe. Wir fahren nach Palästina und meine Freunde, 27 Kinder, Jungs und Mädels, die meine Chavarim, meine Kameraden waren und so. Ich glaube, ich habe ja nicht mal richtig Goodbye gesagt. Heute, wenn ich daran denke und weiß, was sie durchgemacht hat. Sie hat nämlich in Wien überlebt. Das habe ich von Nachbarn nachher gehört und die sie noch gesehen haben. Sie war erst am letzten Transport, der aus Wien ging, im Juni 1943. Wurde sie deportiert nach Tresnikow. Und man hätte sie mal gesehen, dass sie um Brot gebettelt hätte. Sorry, excuse me. Das kommt von vielen Reden. Und kommen wir noch mit ein paar abschließenden Fragen zu deinem Beruf, zu deiner Fotografie. Wie ist das? War das auch so? Du würdest sagen, es war Zufall, weil du diese kleine Kamera gekriegt hast und dann gesehen hast, das ist eigentlich das, was ich will. Was hat dich daran so fasziniert? Wollen wir erstmal über die kleine Kamera reden, ja? Das war die Argus, die Claudette mir geschenkt hat. Aber heute bin ich etwas klüger geworden. Woher hat ein 19-jähriges Mädchen in Paris eine kleine amerikanische Kamera? Von amerikanischen Soldaten, der vor mir war. Kann ja gar nicht anders sein. Warum? Ich weiß nicht, wie ich mich. Ich muss dazu sagen, bis ich diese Kamera von Claudette bekam, hatte ich in meinem Leben keine Kamera in der Hand. Nicht mal eine Box. Ich war ein jüdisches Kind zum. Man kauft zum Geburtstag keine Kameras, ein Buch oder so. Ja, ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich Bar Mitzvah wurde und an dem ich endlich meine Stiefel mit den Schlittschuhen bekommen habe, stand ich auf einem Stuhl, die Gäste waren um den Tisch versammelt und ich musste eine Rede halten. Ich sagte,
Je mehr man uns gibt, mehr uns presst, desto stärker werden wir. Große Rede von einem 13-jährigen Jungen. Das war so ungefähr meine Einstellung. Ich war voll und ganz besessen von Eretz Israel, das Land Israels. Also und du war schon eine Idee, du möchtest dokumentieren, was da geschieht jetzt. Ja, ich nehme an, das muss ein Trieb gewesen sein, dass ich die Kamera bekam. Habe ich damals, glaube ich, in meinem Herzen beschlossen, das ist, was ich im Leben machen möchte. Ja, ich kann das sogar beweisen dadurch, ich hatte nämlich als Ex-Soldat der britischen Armee, hatte ich das Recht zu einem Job, habe einen sehr guten Job bekommen als Veterinary Storekeeper, Assistant Veterinary Storekeeper im Ministerium, dem britischen Ministerium für Landwirtschaft. Und habe da sehr schön verdient, 27 Pfund, englische Pfund im Monat, war dann ein sehr gutes Gehalt, aber ich wollte Fotograf werden. Habe den Job verlassen, habe nachher 8-9 Pfund im Monat verdient, nicht mehr, aber dran gehalten, dank meiner Frau, die mit mir stand und mit mir gehalten hat. Trotzdem der Rest der Familie gesagt, du bist ein Verbrecher, du bist verheiratet, deine Frau ist schon schwanger, du lässt deinen Job stehen. Und bloß in deinen Verrücktheiten Fotograf zu werden, ist mir gelungen. Mit ein bisschen Glück, mit viel Glück. Ich habe ein Zitat von dir gefunden zum Fotografieren. Fotografieren ist fühlen, manchmal fotografierst du das, wovon du Zeuge wirst, mit Stolz und ein anderes Mal mit Schmerz. Kannst du das ein Stückchen ausführen? Ich glaube, genau wie ich es gesagt habe, man kann nicht fotografieren, man kann kein gutes machen, Bild fotografieren, meiner Ansicht nach. Jedes gute Foto hat ein Stück von dir in dem Bild. Und ich glaube, wenn du dich nicht irgendwie mit deinem Objekt identifizierst, fühlt man das im Bild. Besonders bei tragischen Sprachen. Manchmal ist es nicht leicht. Ich habe mal ein norwegischer Offizier von der United Nations, der wurde erschossen von einer Mine in Jerusalem vor 1967, auf dem Jerusalem Niemandsland. Und ich sollte das fotografieren. Ich ging so vor dem Begräbnis, seine Frau und der Sarg und so. Ich bin rückwärts gegangen und plötzlich hat diese arme Frau, die Witwe dieses norwegischen Offiziers, ein Anfall bekam, ist auf mich zugekommen, begonnen mit den Fäusten zu beschlagen, wie wenn ich schuld wäre. Und muss man mitnehmen und verstehen. Ich habe es verstanden, dass sie an irgendwas musste sie ihre Wut loslassen. Hat sie an mich losgelassen, weil ich, wie wenn ich du verdienst ja daran, dass mein Mann umgekommen ist. Ja, das ist schrecklich, aber es ist etwas, mit dem du leben musst, wenn du bei jedem Beruf, wenn du musst dich so weit identifizieren, dass du verstehst, was in den Leuten vorgeht, oder versuchst zu verstehen, was in den Leuten vorgeht, die du fotografierst. Ich nehme da an. Ich hoffe, dass ich kann nur sagen, was ich versuche zu tun. Die Fotografie hat ja im 20. Jahrhundert ihren Aufstieg und ihr auch wesentlich damit genommen, dass sie vermittelt hat, sie stellt die Wirklichkeit dar, wie sie ist. Also eigentlich etwas, was aber auch, wie du gesagt hast, dann nicht der Fall ist, weil es doch sehr subjektiv der Standpunkt dessen ist, der die Kamera hält und auf ein Geschehen richtet. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Fotografie ein Teil der Story geworden ist. Bis dahin war das Bild in einer Zeitung oder einem Magazin nur eine Illustration fürs gesprochene Wort. Ja, wenn man eine Geschichte über den Herrn so und so hatte, dann hat man ein kleines Porträt von ihm. Es war apropos der Ullstein Verlag in Deutschland, ein jüdischer Verlag, by the way. Das hat auch seine
Fortsetzung in einer anderen Geschichte, die ich darüber erzählen könnte. Ullstein Verlag hat den Berliner Illustrierten und den Münchner Illustrierten rausgegeben. Es war die erste Zeitung in der Welt, die das Foto benutzt hat, um eine Story zu erzählen. Das heißt, nicht das Foto ist die Story, es braucht einen Untertitel, aber das Foto ist die Essenz der Story. Bis dahin war das Foto nur eine Begleitung für das Wort. Diese beiden Magazines haben begonnen, die Fotografie, Fotojournalismus, gab es vorher nicht, Fotojournalismus. Es ist auch bemerkenswert, dass Life Magazine, das große Fotomagazin, das 1936 in Amerika gegründet wurde, die meisten seiner Fotografen am Anfang waren jüdische Fotografen, die aus Deutschland geflohen sind und die nach Amerika, und Alfred Eisenstadt, Seymour, die meisten Namen, die es gab, waren Fotografen, die vorher beim Ullstein Verlag in Deutschland gearbeitet hatten und die jetzt die ersten Fotografen von Life Magazine waren. Also Fotojournalismus ist wirklich nur ein Beruf, der erst in Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden ist und leider am Aussterben ist. Wodurch wird der ersetzt jetzt? Nein, es gibt einfach keine Zeitungen mehr, keine Magazines mehr. Als ich begonnen habe zu arbeiten, gab es ein Life, ein Saturday Evening, Post Colliers, Quick, Stern, was ist Perry Match, OG. Und was hältst du von den digitalen Medien und von den sogenannten Social Media, die ja hauptsächlich mit Bildern arbeiten, also auch mit Clips arbeiten sie nicht mehr mit Bildern, die sie schaffen, sondern Bilder, die sie kriegen. Mhm. Sie haben nicht mehr das nötige Kleingeld, das mal Zeitungen wie Time Life hatte. Viele von meinen Bildern, auf die ich sehr stolz bin, hätte ich nie kriegen können, wenn Time Life nicht das nötige Kleingeld reingesteckt hätte. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, wenn ich keine $300 im Tag an Spesen ausgib, dann glauben Sie in New York, ich arbeite nichts. Und das war wahr. Es gibt ja viele Beispiele dafür, dass Fotos überhaupt ein Problem in das Licht der Öffentlichkeit gerückt haben. Also der Vietnamkrieg ist mit einem Foto in eine größere Öffentlichkeit gekommen und man hat den Eindruck, dass dieses Bild von dem syrischen Buben, der da am Strand von Bodrum angespült wurde, ja auch ein internationales Bewusstsein für ein Problem gebracht hat. Wie siehst du das? Einerseits sind die Fotos dann doch so ein sehr starkes, eine Emotionalisierung, also eigentlich eine Ablenkung von einer sachlichen, rationalen Sicht auf Fragen, oder es ist doch eine große Chance. Wie siehst du, also du hast ja gesagt, diesen Fotojournalismus, den du betrieben hast, der ist ein Stückchen mit dem Ende der Qualitätsmedien, Druckmedien, der Printmedien oder mit deren Niedergang Ende, kann man ja nicht sagen, ein Stückchen auch heruntergekommen. Fotografie ist noch immer sehr wichtig. Es ist egal, ob es mit Film ist oder mit digital. Bloß es ist billiger geworden. Ich kann heute 1000 Bilder schießen, kostet mich gar nichts. Früher mal, wenn ich in der Rolleiflex 12 Aufnahmen hatte, habe ich einige Mal dran gedacht, bevor ich abgeknipst habe, weil jeder Film hat 8 Pfund gekostet. Und da hat man gesagt, das gibt es heute nicht mehr. Aber andererseits wieder, es werden noch immer gute Bilder, fantastische Bilder geschossen, auch heute. Es gibt tausende Fotografen, die besser sind als ich, aber die nicht das Glück gehört, das ich hatte. Ja, vielleicht, entschuldige. Ja, also es ist eben kein Markt mehr da, das ist das Problem. Die Bilder, die noch geschaffen werden, sind deshalb nicht schlechter. Mhm. Es ist bloß, dass die Fotografen haben nicht den Markt und es gibt keine Medien, die das bezahlen können, was man uns mal bezahlt hat. Nicht persönlich, was man uns bezahlt hat. Wenn ich bei jedem Flug, den Begin, ich weiß, nach Washington geflogen bin, in erster Klasse sitzen muss, damit ich neben ihm sitze. Das kostet einen Haufen Geld. Das hat sich Time erlauben können. Das kann sich heute keine Zeitung erlauben. Kaum noch eine.
führt mich zu einer Frage, die du jetzt schon angeschnitten hast, die Technik, also das alte analoge Bild und jetzt die digitale Kamera, mit wo man mit einer starken Speicherkarte ein paar tausend Fotos raufladen kann. Ich merke immer, wenn ich mit Fotografen rede, das ist so eine Frage der Philosophie des Fotografierens ist, wie viele Fotos man machen soll. Ja, vom Cartier-Bresson gibt es ja ein paar Kultbilder, wo man meinen könnte, er hat den richtigen Augenblick erwischt. Jetzt erzählt mir aber ein Kollege, der über den Cartier-Bresson arbeitet, der hat auch ein paar hundert Bilder gemacht und dann eines ausgesucht. Wie siehst denn du die Frage, ein analoges Bild oder ein paar hundert digitale und eines davon oder eine Gruppe davon ist einfach dann großartig? Es ist einfach so, dass wir uns mehr erlauben können, aber warum werden heute weniger Bücher geschrieben, als wenn man sie mit einem Bleistift geschrieben hat? Wichtig, ob sie ein Buch mit Bleistift oder mit Word-Processor geschrieben wird? Egal. Ja, aber es gibt noch immer Leute, die sind Feinschmecker, die sagen, ja, gut, ich weiß, nur handgeschrieben und so. Und womit hat Shakespeare geschrieben? Womit hat er geschrieben? Mit einer Gänsefeder, ja? Da haben denn Gänsefedern gefehlt zur damaligen Zeit? Warum gibt es da nicht mehr geschrieben? Es hat nichts damit zu tun, es ist nur ein Mittel. Der Film oder die digitale Fotografie oder der Bleistift oder die Füllfeder oder Word-Processor sind alles nur Mittel. Ob ich nun, mir heute leichter, ich kann heute mit einer modernen digitalen Kamera Sachen fotografieren, die ich mich vorher nicht gewagt hätte zu fotografieren, weil ich nicht genug Licht hatte. Und Blitzlicht wollte ich nicht verwenden, weil es das Bild verwischt, aber konnte es nicht fotografieren. Heute kann ich es. Also da ist der Fortschritt, aber hat wieder nichts mit der Thematik der Fotografie zu tun, das ist eine nur technische Frage. Ich erinnere mich an einen Text von Susan Sontag, die über Fotografie philosophiert hat und da schreibt sie, der Fotograf entscheidet sich für die Dokumentation und nicht für das Eingreifen und für die Änderung der Situation, was sagst du zu dieser These von Frau Sonntag? Berühmte Frage. Ich habe noch nie vor einem Publikum gesprochen, wenn mich gefragt hat, ja, wenn ein Mensch Hilfe braucht, fotografierst du ihm zuerst oder hilfst ihm dann? Ja, wenn ich helfen kann, helfe ich. Aber es ist eine Frage, die zu banal ist. Okay. Jetzt gibt es eine neue Kamera seit ein paar Tagen. Was hast du für Pläne damit? Ich brauche die Kamera wie ein Loch im Kopf. Aber ihr wisst, was der Unterschied zwischen Kindern und Männern ist? Der Preis der Spielzeuge. Also ich musste die neue Kamera haben. Konnte nicht anders. Und was sind deine aktuellen Projekte? Jetzt gibt es die Ausstellung in Rostock. Woran arbeitest du jetzt? Moment mal, ich bin 91 Jahre alt. Ja? Ja, aber du aktuelle, bist ein, aktuelle Pläne machen eine die Ideenzentrifuge. Aktuelle Pläne machen die anderen für mich. Wenn ich da sein werde, ist gut. Wenn nicht, haben die anderen ein Problem, ich nicht mehr. Danke für das Gespräch.